Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Werkstattvideo. Heute wieder ein seltenes Auto auf der Hebebühne oben. Steht hier hinter mir. Tja, jetzt werden sich viele sagen, selten. Das ist ein ganz normaler T3. Ganz normal ist er nicht. Das ist ein komplett umgebauter T3 von der Firma Tischer mit einer Aufbaukabine. Das Ganze sieht so aus, eine komplette GFK-Kabine drauf. Das ist relativ selten. Laut Aussage des Kundens gab es von der Serie nur 30 Stück. Tischer ist natürlich einigen Begriff, weil die haben halt für die Dokas und auch für die Einzelkabinen die Apsis-Kabinen gebaut. Aber hier hat die Firma Tischer mal ein komplettes Fahrzeug umgebaut. Mit einer Aufbaukabine, die fest installiert ist, aus GFK. Und als Besonderheit hat der Bus noch eine Radstandverlängerung. Das heißt, da hat die Firma Tischer die Hinterachse, ich schätze mal so um 20-30 cm nach hinten versetzt. Das Ganze schauen wir uns mal von unten anschauen. Hier kann man es jetzt sehen in dem Bereich, dass hier ein Stück reingeschweißt worden ist und somit ist die ganze Hinterachse um diesen Teilbereich nach hinten versetzt worden. Man sieht auch hier, dass die Kühlwasserrohre hier verlängert worden sind, genauso wie auch das Schaltgestänge, Servoleitung und so weiter. Den Bus habe ich jetzt hier dafür eine komplette Durchsicht für einen Kundendienst, Ölwechsel und so weiter. Wir haben jetzt hier einen Benziner. Ein 2,1 Liter Boxermotor mit Automatik. Oben rein kriegt man das Automatikgetriebe in Ölwechsel, füllt den Ölwechsel natürlich. Und hier ist mir noch eine Besonderheit wieder aufgefallen. So typisch T3-Geschichte ist. Ich hoffe, man kann es irgendwie erkennen. Das Hinterrad massiv wackelt. Der Kunde ist damit gekommen mit der Fehlerbeschreibung, dass er Geräusche auf der Achse hat, also wummerndes oder schlagendes Geräusch. Ist auch logisch, weil da hinten das ganze Hinterrad ja lose ist. Man kann es auch hören. Und das wäre so ein typischer T3-Klassiker. Was deshalb mir schon häufig untergekommen ist, ist halt hier Murks, kann man quasi sagen. Das hier ist ja die Zentralachsmutter. Ein bisschen Radlager-Kippspiel ist normal beim T3-Hinterachse. Und diese Mutter, die ist normal richtig, richtig bombenfest, festgeknallt bis zum Anschlag. Und dann gesichert mit dem Splint. Und da sieht man, dass der Splint bereits schon mal getauscht worden ist. Und die Mutter kann ich mit zwei Fingern rechts-links drehen. Das ist nicht gestellt, nicht gefaked und auch nicht blockgedreht von mir. Sondern der Kunde ist so mit dem Fahrzeug zu mir gekommen. Wenn man es genau hinschaut, sieht man auch hier dahinter, dass jemand schon versucht hat, hier irgendwie eine Unterlegscheibe reinzubasteln. Weil offensichtlich wahrscheinlich die Mutter durchgedreht ist oder das Gewinde kaputt ist. Und dann ist die Scheibe reingekommen in der Meinung, dass dann wieder fest wird. Also sowas ist halt natürlich grob fahrlässig, ist richtiger Murks. Weil das kann auch richtig gefährlich werden, weil wenn diese Mutter abfliegt, dann verliert ihr das komplette Hinterrad samt Bremstrommel und Radnabe. Und das ist dann absolut kein Spaß, wenn bei voller Fahrt euch das Hinterrad um die Ohren fliegt. Also ist meine Aufgabe jetzt, das hier alles wegzubauen, zu prüfen, was halt alles noch kaputt ist. Da kriegt dann rechts, links neue Radlager rein, eventuell einen neuen Achszapfen, je nachdem wie das Gewinde ausschaut. Dann als nächstes haben wir jetzt unten den Ölwechsel. Jetzt brauche ich gerade nochmal eine Lampe wieder. Jupp, Hammer. Also, da kriegt ihr unten den Ölwechsel am Motor. Hier haben wir auch wieder diesen typischen. Hier haben wir auch wieder den typischen Klassiker beim Boxermotor, dass das Gewinde im Block kaputt ist, durch die Schraube einfach rausdreht, samt dem Gewinde. Hier werde ich das Gewinde instand setzen, da kommt ein Helikon-Einsatz rein. Dann ist es auch wieder dicht und funktioniert. Hier haben wir das ATF.
Also Automatikgetriebe ist der Deckel nach unten. So schaut der Ventilblock oder Schaltblock von unten aus. Hier sitzt der Filter. Hier oben drin haben wir noch das Differential aufgemacht, weil wir haben ja da bei den Getriebe zwei Öle drin. Einmal das Differentialöl und einmal das ATF-Öl. Wird hier beides gewechselt und neu abgedichtet. Hier unten haben wir jetzt noch die Ölwanne von Automatikgetriebe. Und hier drin sieht man so richtig schön Abrieb und Verschmutzung, so wie es normal nicht sein sollte. Man sieht auch hier, das ATF-Öl ist nicht mehr schön rot, sondern ist braun und dreckig. Das ist ein richtiger schöner Suppe. Und wir aufrühren wie ein Kaffeesatz. Und das hier sind alles Ablagerung, Metallabrieb. Das ist nicht schön und auch nicht gut. Hier haben wir noch den Filter für Automatikgetriebe. Das ist hier einfach nur so ein Siebfilter, der unten dran geschraubt ist. Da haben wir auch noch ordentlich Dreck dran. Und hier innen drin, also da ist dann der Goldstaub drin. Ich habe jetzt wieder einiges zum Tun an diesem Bus. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal an. Ich fange mal an mit der Gewindereparatur und der Ölwanne. Da kommt dann hier so ein Gewindereparaturset zum Einsatz. Also das vorhandene Loch wird jetzt einfach größer geschnitten, ein größeres Gewinde geschnitten. Dann wird hier so ein Helikon-Einsatz mit reingedreht. Und in diesen Einsatz fassen wir die ganz normale Ablassschraube mit dem Gewinde im 14x1,5. Das ist die Möglichkeit, das zum Reparieren, ohne dass man jetzt da groß was aufbohrt oder was umbauen muss. Die nächste Möglichkeit zum Reparieren ist natürlich ein größeres Gewinde zu setzen. Das heißt, man bohrt auf eine M16, M17 und so weiter. Was aber unten noch ein Platzproblem gibt natürlich, weil natürlich auch die Schlüsselleiter immer größer wird. Und eine andere Möglichkeit ist, man baut eine Stahlhülse unten ins Gehäuse ein, wieder mit einem M14 Gewinde. Aber erstmal machen wir den ersten Schritt und wenn das nicht klappt, dann kann man noch einen anderen Schritt gehen. Dann werde ich mich um die ganze Ölgeschichte unten kümmern, alles sauber machen, den ganzen Goldstaub entfernen. Leider ist er kein echtes Gold, sondern nur ein bisschen Messingabrieb von den Bremsbändern. Und das wird also sauber gemacht, alles neu befüllt, kommt neues ATF-Öl und Achsöl noch hinein. Und jetzt ist das Getriebe auch wieder soweit fertig. Das lange Leben wird es wahrscheinlich nicht mehr haben, nach diesem ganzen Metallabrieb, was drin ist, hat schon ordentlich Verschleiß. Ja, da auch schon einiges an Kilometer runter, aber gut. Und das ist leider ein trauriges Thema, da diese Automatikgetriebe eigentlich keiner mehr in Stand setzt. Ich persönlich repariere auch keine Automatik. Ich kriege häufig so Anfragen zur Reparatur von Automatikgetriebe, aber ich muss halt da leider jeden ablehnen, weil ich dafür nicht die Unterlagen und Werkzeuge habe, um das zu machen und auch nicht die Erfahrung. Und leider kenne ich auch keinen Betrieb mehr, der die Automatik von dem Bus instand setzt. Wenn ihr einen Betrieb kennt, der die ATF hier instand setzt, könnt ihr gerne mal in die Beschreibung unten reinschreiben. Ansonsten ist es sicherlich ein Problemthema. Also ich fange jetzt an zum Schrauben und melde mich nachher wieder. Die Ölwanne ist hier drauf, alles picobello sauber gemacht, den ganzen Abrieb entfernt, der neue Filter montiert mit Dichtung, sitzt unten am Auto drauf. Das Gewinde ist auch instand gesetzt. Können Sie mal kurz anschauen, wie es jetzt ausschaut. Ich habe jetzt hier innen drin den Einsatz reingedreht. Jetzt sieht es hier aus, wie ein sauberes Gewinde drin ist. Und da sollte jetzt eigentlich wieder die Ölabschreiber wieder halten und auch dicht werden das Ganze.
hier hinten habe ich auch schon bereits die Ölwanne drauf. Und jetzt geht es weiter, dass die mit dem Radlager. Jetzt werde ich erstmal hier die Anbindungswellen lose schrauben, rechts, links. Und dann kommen außen die Bremsen noch weg. Jeder Bremstrommel, Bremsen runter, Radlagerhäuse raus, dann werden die neue Radlager eingepresst. Und dann sieht man schon, wie groß der Schaden ist. Hier ist jetzt der Radlagergehäuse. Hier haben wir das Gehäuse oder Radnabengehäuse. Es ist alles gereinigt. Jetzt haben wir hier noch eine Besonderheit. Der Bus hat jetzt noch ein ABS-System dran. Hat es original vom Werk aus gegeben mit ABS, relativ selten. Und da muss es extrem vorsichtig sein bei der Montage und Demontage, da Ersatzteile für das ABS-System nicht mehr zu bekommen sind. Jetzt haben wir hier auch die innere Hülse. Oder Abstandshalter der beiden Lager. Hier sieht man das Inkrementenrad von ABS-System. Und dieses Teil muss ich wiederwenden. Normalerweise macht man die innere Hülse neu. Aber in dem Fall muss ich das alte wieder hernehmen. Das ist alles tiptop, ist gereinigt. Hat auch kaum Einlaufspuren, hat auch kein Grat dran. Also es ist top in Ordnung, kann ich wieder hernehmen. Glück gehabt. Weil es ist nicht aufgeschrumpft, so wie bei der Vorderachse, sondern es ist ein komplettes, gedrehtes, auch gefertigtes Teil. Und das kriegt man halt nicht mehr. Die Mutter, die hat es natürlich hinter sich, die ist komplett hinüber. Hinten hier eingelaufen, mordsgrad dran. Gewinde schaut noch einigermaßen gut aus. Aber hier fehlen schon die Zapfen für die Splinte zum Sichern. Die ist hier komplett schon verbogen, eingerissen. Also die Mutter kommt neu. Der Achszapfen selber, der geht auch noch. Gewinde ist soweit in Ordnung, ist es auch komplett gereinigt. Also baue ich die Lager ein, hier sieht man die alten Lager noch. Sind auch komplett innen drin verrostet, heiß gelaufen. Sieht man, dass hier verbranntes Fett drin ist. Hier sieht man jetzt die Radlager. Wir haben jetzt hier auf der innenliegenden Seite, also wo die Achsmanschette sitzt, ein Rollenlager. Das ist also ein Rillenrollenlager, wo Kugeln drin laufen, das also kein Axialspiel hat. Und hier haben wir ein Tonnenlager, wo innen nur Tonnen sind und diese Hülse innen drin läuft. Und das ist auch der Grund, warum der T3 an Hinterachs immer wieder Spiel hat und auch normal ist und sein darf, weil die Welle geht ja durch das Lager durch. In der Mitte ist die Hülse drin, also sprich die Hülse, die sitzt dann so drauf. Und hier sitzt dann das Lager mit der nächsten Hülse drauf. Und durch diese Lager geht dann die Zapfwelle durch. Und wird dann praktisch zusammengesogen mit der Radnabe. Also setzen wir jetzt die neuen Lager ein. Und dann die zweite Seite und dann ist das Thema Radlager beendet. Und dann rollt der Bus wieder ruhig. Dieser hinten am Fahrzeugheck ist auch cool gelöst vom Fahrzeugbauer. Der hat hier hinten eine riesige große Serviceklappe montiert, sodass man hier an den Motorraum kommt. Hat leicht was von einem Omnibus, aber ist halt praktisch gelöst so. Und jeder, der mal einen Gypsy von der Firma Kammann hatte, der wird wissen, dass man bei den Fahrzeugen am Motor eigentlich fast gar nicht rankommt. Und da ist das eine prima Lösung, dass man auch von außen an den Motor rankommt. Weil wer einen Gypsy gehabt hat, der weiß, dass man nur von innen rankommt. Er hat zwar außen so eine kleine Serviceklappe, wo man Öl und Wasser kontrollieren kann. Aber mehr ist da nicht möglich. Und der hat eine Serviceklappe, wo man Öl und Wasser kontrollieren kann. Ich kann es mal kurz zeigen. Das ist hier. So eine kleine Klappe. Hier kommt man Öl ran und ans Wasser ran. Das hier oben ist eigentlich verschlossen. Da ist nochmal eine Holzbrettabteilung drin. Das Ganze hier ist als Staufach auch gedacht, als Heckgarage. Und wenn man das nach vorne wegklappt, die Konstruktion, sieht man es hier innen drin, kann man es nach vorne abkippen.
und da kommt man direkt von oben auf den Motor drauf. Und das sind immer eine ordentliche, schrauberfreundliche Lösungen, da so ein Bus ja eigentlich nie wirklich 100% schrauberfreundlich war und mit Campingausbauten, Umbauten sowieso schon immer ein Problem war. So, die Radlager sind jetzt wieder eingebaut, alles gewechselt, zusammengebaut. Jetzt steht der Bus zwar immer noch auf der Bühne oben. Es werden noch die letzten Kleinigkeiten gemacht, wenn er am Boden steht. Werden dann die Muttern festgesogen und ein Sicherungsschlund reingesetzt. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder besser gesagt die Art von dem Video, dass ich einfach mal so einen Vlog mache, was ich so täglich mache oder wöchentlich. Und ich würde gerne in die Kommentare schreiben, ob ich sowas öfter machen soll oder was ihr euch so wünscht. Also, ciao, servus und wir sehen uns beim nächsten Mal.